Es war ja schon immer so, die klassischen Hilfsorganisationen, das war schon ein Service Provider, flankiert immer stärker auch durch politische Arbeit. Und das ist genau das Stichwort, wo wir gemerkt haben, das wird noch viel wichtiger und viel stärker auch im Vordergrund stehen für alle in den nächsten Jahren oder im nächsten Jahrzehnt, eine politische Lobby- und Advocacy-Arbeit hier zu machen, um sich daran messen lassen zu können, ihr macht seit Jahrzehnten Entwicklungszusammenarbeit und es verändert sich ja doch nichts. Das ist ja oft auch so ein Vorwurf, dem man halt begegnen muss und begegnen können muss, indem man sagt, es sind ja auch Strukturen, die verändert werden müssen. Und Strukturen zu verändern bedeutet eben auch ganz viel hier an politischen Entscheidungen mit zu bewirken oder mit zu verändern und auch zu kritisieren, damit sich weltweit was verändert. Es muss immer ausgerichtet sein auf das jeweilige Thema und die Frage, auf die ich reagieren will. Und es muss immer ein guter Mix sein. Also es muss das Gespräch mit den Verantwortlichen sein. Es muss ein Anprangern sein oder ein klares Benennen auch von Akteuren und der Rolle, die die Akteure in solchen Prozessen spielen. Ich glaube, es darf auch keine Scheu sein, auch in den Ländern des Südens, also auch da Ross und Reiter zu benennen. Also weil auch nur weil es unsere Partner sind, ist ja auch nicht alles gut, was in den Ländern des Südens passiert. Also ganz klar benennen, wer sind jeweils die Verantwortlichen für welche Probleme und da versuchen anzusetzen, an den jeweiligen Punkten was zu verändern. Als Teil von Zivilgesellschaft mit dem Anliegen, und nicht nur mit dem Anliegen, sondern der sozialen Verantwortung, die wir wahrnehmen wollen, werden wir uns gemeinsam mit der Zivilgesellschaft, mit den Organisationen im globalen Süden, in Anführungszeichen, einsetzen müssen, nach wie vor für unsere Belange, weltweiten Belange, zum Beispiel im Bereich der Menschenrechte, im Bereich des Klimawandels, dass es Bedingungen gibt für Menschen, so zu leben und die Zukunft zu gestalten, wie wir es uns vorstellen. Die Themen werden die gleichen sein. Und wir werden jedoch vernetzter mit Organisationen in den Ländern, in denen wir heute auch schon tätig sind, vernetzter mit denen unsere Anliegen einbringen gegenüber Entscheidern oder auch in konzeptionellen, programmatischen Fragen uns damit beschäftigen, wie wir Kindern in Not dazu verhelfen können, dass sie ihre Rechte wahrnehmen können.